Hi Leute, Raudi hier. Heute, oder besser gesagt jetzt, spiele ich mal eine Runde Minecraft und ja, mal gucken, wie es ankommt. Ich bin hier auf einem Server. Ich werde den in die Videobeschreibung reinsetzen, welcher Server das ist. Ich habe mir hier einfach ein paar Grundstücke gekauft. Also man hat am Anfang ein bisschen Geld, mit dem kann man sich Grundstücke kaufen. Ich bin dann in ein Gebiet gegangen, wo halt ich sag mal, die Grundstücke relativ billig sind. Das ist in Dubai, also so heißt die Gegend hier. Und ja, hab mir hier eine kleine Farm aufgebaut. Ich zeige euch das jetzt einfach mal so ein bisschen. Also das hier ist so mein Haus. Die Fackeln, das ist so, also das gehört schon nicht mehr mir, sondern ab hier. Hier haben wir dann schon das erste Feld. Das ist Feld Nummer 5. Dann geht's hier rein. Hier haben wir mein Schlafzimmer. Ich weiß, wir können noch ein paar Bilder rein. Flur, Wohnzimmer. Hier geht es in die Küche, auch schön beschriftet. Hier mache ich dann zum Beispiel Glas und noch mehr Glas und Holzkohle. Hier die Treppe hoch geht es dann auf den Speicher. Und hier auf dem Speicher habe ich einfach Truhen, also es schaut aus wie ein Shop, aber hier habe ich halt alles Mögliche. Hier habe ich Äpfel drin, Holz, Getreide, Erde. Wie gesagt, Dubai ist halt Sand, so wie ihr hier schon seht. Das heißt, man muss, um Felder anzubauen, schon selber Erde mitbringen. Hier habe ich mein Werkzeug drin, Schilder, Samen und so weiter und so fort. Sand, Sandstein, Melonen, was ich halt alles selber anbaue. Genau, hier ist mein kleiner Balkon. Ja. Ich spiele Minecraft noch nicht so lang. Ich habe es jetzt ungefähr seit einer Woche. Das heißt, dass das alles noch so ein bisschen robust ausschaut und nicht wirklich fachmännisch gebaut ist, ist klar. Das ist natürlich auch für meine Felder oder zur Ernte solche bestimmte Erntedinger gibt, wo dann quasi irgendwie das Getreide ins Wasser fällt und man bloß durchs Wasser laufen muss und einsammelt. Das gibt's auch, das stimmt. Aber ich kenne mich damit halt noch nicht aus, also mache ich das Ganze auf die herkömmliche Art und Weise. Und ja, hier haben wir nochmal zwei andere Getreidefelder von mir. Hier haben wir meine Kürbis- und Melonenfarm, also Feld. Hier geht's weiter zu meiner Baumplantage. Ich ernte die Bäume immer, also Holz, und pflanze dann wieder neue Bäume an. Dadurch habe ich hier in der Gegend einfach Holz. Brauche ich nicht in die Farmwelt gehen oder sonst wohin, sondern kann einfach hier immer wieder farmen und gut ist. Ja, hier hinten war früher mein kleiner Schrebergarten. Da hatte ich ein kleines Gartenhaus und habe einfach ein bisschen was angebaut. Das habe ich einfach umstrukturiert zu Feld Nummer 4, auch mit Getreide. Und ich ernte halt hauptsächlich. Mit dem Getreide weiß ich noch nicht, was ich mache. Wie gesagt, vielleicht Musik. 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 Musik da. So, machen wir Musik mal aus. Und ja, genau. Das Getreide werde ich dann wahrscheinlich an einen Shop verkaufen. Also Shop ist quasi so ein Einkaufszentrum für Leute, wo alle, also es können 200 Spieler auf diesen Server drauf. Und die gehen halt dann in dieses Einkaufszentrum und können kaufen. Alles, was es so zum Kaufen gibt. Und da werde ich dann meine Getreide hin verkaufen. Oder ich werde Brot draus machen und das Brot dann dort verkaufen. So verdient man Geld. Mit dem Geld kann man sich neue Grundstücke kaufen. Und auch Werkzeug. Und so weiter und so fort. Also man kann sich damit einiges kaufen. Genau. Das war jetzt erstmal Kunstregende. Zu dem, was ich hier so in Minecraft mache. Einzelspieler spiele ich nicht, weil zu langweilig. Man braucht schon so ein bisschen, ich sag mal, andere Leute um sich rum. Und da tut's so ein Server eigentlich schon. Genau. Ich weiß, es ist alles noch ein bisschen durcheinander. Ich habe eigentlich auch noch überhaupt keinen richtigen Plan, wie man hier was macht. Aber Spender. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Naja. Genau, also ich habe ja hier natürlich, das war ja alles Sand hier.
musste ich natürlich ein bisschen mit Erde auffüllen und was weiß ich, denn dementsprechend hatte ich viel Sand. Da habe ich einfach sehr viel Glas draus gemacht, wie ihr hier schon seht. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Gut fürs Getreide. Ja. Hier hat mein Nachbar ein Hochhaus gebaut, ein extrem hohes. Nur irgendwie hat wohl einer angefangen, das Hochhaus hier abzutragen. Oder er selber hat das gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ist eigentlich schade. Schaut gut aus. Oder sah ganz gut aus. Ja, das ist Dubai hier. Ja, die kleine Stadt. Also man kann dann hier einfach hinspawnen. Und ist dann auch in dieser Stadt hier. Und ja, hier bauen die Leute halt ihre Häuser und ja, wie man möchte, ne? Okay. Also wie gesagt, es kann auch kein anderer in diese Häuser rein, sondern das ist halt wirklich dein Grundstück und da kannst du halt schön bauen. Darum bin ich hier. Ja, mal gucken, vielleicht bringe ich auch mal wieder ein anderes Video raus oder ich mache hier weiter. Ich weiß es noch nicht und vielleicht starte ich hier auch einfach ein Let's Play. Kommt drauf an, wie das Interesse da ist und ob ich überhaupt Lust dazu habe. Gut, ich wünsche euch dann noch was. Bis denn, ich bin der Raudi und ich bin raus. Ciao.